Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders Planetfall. Wir sind weiterhin auf Obolus 5, nicht 2. Dritte Episode heute in der ersten Erweiterung von Planetfall. Und ja, haben schon ganz gute Fortschritte gemacht, haben jetzt mehrere Kolonien. Eine davon errichtet, zwei davon erworben. Einmal hier noch eine Syndikatkolonie und einmal hier eine Kirko-Kolonie. Ja, die sind alles andere als gut gesichert bis jetzt, aber wir arbeiten dran, auch uns vor allem mit den Vergessenen wieder gut zu stellen. Das ist nur, um eine Forderung zu bringen. Eine Forderung ist immer was, was man nicht einfach so, man keine Boni kriegt, glaube ich. Zumindest, ja, jetzt im Nachhinein hätte ich die Forderung erfüllen können. Wir haben jede Menge Energie, die könnte man auch ehrlich gesagt mal ein bisschen investieren. Das kann man nicht beschleunigen, das sollten wir nicht beschleunigen. Und hier unten könnten höchstens die hier beschleunigen. Meine Militärinfrastruktur jetzt. Irgendwann könnten wir auch das Spezialisten-Dings gebrauchen. Gut, beenden wir die Runde. Der große Cliffhanger war ja, was denn hier passiert. Da ist noch jemand letztes. Jack! Jack Gelder. Hier spricht General Jack Gelder von der Liga der Planetengleichheit. Hört mich an, Mitglieder von Haus Nider. Denn ich werde mich nicht wiederholen. Legt die Waffen nieder und es wird zu keinem Gefecht kommen. Wir wissen, dass ihr euch auf Obolus 5 befindet. Ihr könnt nicht entkommen. Haus Nider, offenbar bist du auf der falschen Fährte, General. Wenn ich dir einen Rat geben darf. Ein Syndikatsmitglied erkennt man am besten an seinem Gewand. Die Kleidung von Haus Nider ist üblicherweise aus rotem Samt gefertigt und ihre Insignie ist ein darin eingeschickter Wächter. Meine Leute hingegen, nun, sie selbst, wir bevorzugen es bunt. Dein Geräte von Mode interessiert mich nicht. Soweit ich weiß, kann man ein Syndikatsmitglied niemals trauen, egal welche Kleidung er oder sie trägt. Bist du nicht außerdem der Anführer dieser Sklavenrebellion von Minerva 2? In diesem Fall einen herzlichen Gruß. Es war wirklich an der Zeit, dass ihr Sklaven euch widersetzt. Das ist leicht gesagt, ohne einen schweren Eisenring um den Hals, nicht wahr? Nun, ich erwidere deinen Gruß mit Freuden, General. Ich wusste nicht, dass die Kunde von unserem kleinen Aufstand so große weite Kreise gezogen hat. Das hat sie allerdings in Zeiten der Verhandlungen zwischen der LDPG, okay, und den Häusern des Syndikats bezüglich der Abschaffung von deren feudalen Herrschaftsturm heißen wir alle Unterstützer unseres Anliegens von innerhalb des Syndikats mehr als willkommen. Sobald meine Meinung bezüglich Haus Nider vorüber ist, könnte ich dich nach Mora Secundis bringen. Ministerpräsident Tolian würde dich gerne sprechen. Also wir haben irgendwie, er hat irgendwie gewonnen, ne? Aber welchen Weg? Das ist ein schmeichelhaftes Angebot, doch ich muss deinen Ministerpräsidenten leider enttäuschen. Ich kann meine Schwadron hier nicht führungslos zurücklassen, solange die Hälfte der Syndikatshäuser uns immer noch als Feind ansieht. Als Offizier der Vorhut kannst du das sicher nachvollziehen. Gut, Marlock Tenor, wir werden euren Status später wieder überprüfen. Und denkt daran, wir sind in der Nähe, also ruft uns zu Hilfe, wenn ihr Schwierigkeiten geraten solltet. Objective completed. Ja. Forderungsaufträge gewähren keine Boni. Und der mag uns also auch. Zwei Runden. Was hast du für eine Geheimtechnologie? Sieht man das? Unbekannt. Unbekannt. Alles unbekannt. Würde mir gerne interessieren, ob er na, Wojtek oder Pyro-Dingsbums. Ein nicht gewirtschafteter Sektor. Nahrung dementsprechend. Landwirtschaftlich, genau. Okay. Ein Kampf. Moment, das habe ich mir befürchtet. Und wir erreichen ihn nicht, diese Runde. Warum?
Rasenrektor wiederholt ein lautes, quietschendes Störgeräusch von sich und wird immer wieder als es verzerrt, als sich der Reaktor mit blauen Blitzen überlädt. Zerstörte Leitungen funktionieren plötzlich wieder, verstümmelte Leichenmaterialien sich bewegen sich rückwärts. Doch dann blitzt es erneut helles Licht und der gesamte Absturzverlauf wird rückwärts abgespielt. Du siehst, wie alle ein zweites Mal sterben, nur dieses Mal ihre Echos neben ihren Zertrümmerer ist es geblieben. Und sie öffnen das Feuer. Tja, das ist ein bisschen ätzend. Ich hätte gehofft, dass mein Weg da nicht umsonst ist, aber ist es wohl. Ja, und hier können wir auch nicht viel machen mit den paar Hanseln hier. Alles Mist hier. Sektor annexed. Ha. Incoming communication. Okay. Tja, ich bin auch total überfordert, was wir jetzt nächstes machen sollten. Ist hier nicht noch irgendwas Kleines, was wir erledigen können? So ein Pickup da bis aufnehmen oder sowas. Das kriegen wir hin. Mal gleichzeitig ein bisschen Druck auf ihn. Okay, was hat er so für Armeen? Schon einiges, aber. Tja, und du? Du kannst neu. Obwohl, da bringt es auch nichts. Muss die außenrum gehen über die Meere. Naja, bei der Wachstumsfraktion gibt es sicherlich noch Pickups zu holen. Norasch. Ja, hier gibt es auf jeden Fall was zu machen. Energiesektoren erweitern. Und dann eines dieser. Kostet 100. Kostet 80, ne? Zentrale Bioform und jetzt eine Infrastruktur wäre gut. Genau, hier müssten wir gucken. Da könnte man das auch beschleunigen, falls nötig. Demnächst haben wir richtig geile. Okay. Produziert Einfluss, okay. Genau, wollte ich gerade sagen. Ziemlich geile Sachen davon. Und jetzt gehen wir auf diese Halsbänder hier. Genau, du sollst das aufnehmen. Produktion. Viel mehr ist hier auch nicht, ne? Spawner oder was? Meine Güte, jetzt wollen sie es aber wissen. Ich könnte mir eine Rückweg hier auch noch abschließen. Ja, da kämpfen wir gegen die phasenverschobene Mutter von uns. Erzeugt macht instabile Echos von zufälligen Einheiten. Von wie viel? Eine Einheit, wenn ich das richtig gesehen habe. So. So ein cooles Schild. Okay. Okay.
Operations ready. Das ist ein bisschen kacke. Enemy killed. Sehr gut. Enemy eliminated. Blitzentladung. Enemy hero killed. Müsst du auch durchkommen, das zu machen. Kannst nämlich nächste Runde nicht gekillt werden. Okay. Handlungsunfähig. Unit destroyed. Okay, tötet dein Double einfach. Einfach. Mann. Enemy killed. So. Enemy hero killed. Okay, das wird er dann nur, wenn er ihn, selbst wenn er ihn tötet, ja nur diese Dingsbums-Geschichte. Also hier, ich kann nochmal mich nochmal bewegen, Geschichte. Genau das meine ich. Hau mal ins Gesicht. The Syndicate rules supreme. Ist der Master Marlow, was hast du getan? Hättest du uns nicht einfach in Frieden ruhen lassen können? Lady Ista, Mutter, ich musste alles in meiner Macht Stehende tun, um euch zu retten. Unsere Blutlinie darf nicht zu enden. Was ist passiert? Warum ist die Pharaon 2 abgestürzt? Ignorantes Kind, unser Haus ist schon vor mehr als 3 Jahrzehnten zerfallen. Der Verrat hat uns alles gekostet, bis auf unseren Stolz. Ich habe es verdient zu sterben, ehe auch noch der letzte Funke Adel unseres Hauses erlischt. Ich verstehe nicht. Es war unsere Aufgabe zu beweisen, dass uns Unrecht angetan wurde und die Ehre des Hauses Pharaon wiederherzustellen. Ehre? Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Du hast nicht die leiseste Ahnung, was Ehre bedeutet. Als mein Sohn seinen Schuldnervertrag gebrochen und sich als Anführer einer jämmerlichen Sklavenrebellion aufgespielt hat, hätte ich es nicht gedacht, dass es noch mehr Scham empfinden könnte. Doch dann habe ich dich mit diesem Kirko gesehen. Der letzte Nachkomme des Hauses Pharaon ist Diener eines Käfers verkommen. Ich habe dafür gesorgt, dass dieses Schiff auf Obolus 5 abstürzt. Die Lady des Hauses Pharaon stirbt lieber, als den Untergang ihrer Sippe mit ansehen zu müssen. Auf Wiedersehen, Marlock. Die Hölle erwartet mich. Okay. Das ist jetzt nicht so nett. Schildmodulator. Bäm. Das fand ich jetzt nicht so nett von ihr, muss ich sagen. Empire Task completed. Empire Task completed.
sind auch nicht im Krieg mit ihnen, ne? Das heißt, wir müssten in der Theorie... schaffen. Das ist nochmal so ein Kampf, den wir letzte Woche schon hatten, nur dass wir jetzt eine Arbeiterbiene noch dazu haben. Und auf dem anderen Gebiet stehen. Genau dieselben Truppen. Hier ist das mit ihnen halt nach vorne schicken. Wir uns hier hinten einen dicken machen. Und dass du jetzt auch so ein Nahkampftyp bist, was natürlich ziemlich gut ist. Und du bist ein heilendes Fliegevieh. Das heißt, die Leute könnte ich nicht erreichen. Handlungsunfähig. Judith down. Angriff. Na dann, gib ihm. Betäubt. Geheilt. Wird auf jeden Fall sehr dicey hier. Nächste Runde wieder loslegen. Good riddance. Unfortunate. Es nervt, wenn man solche kleinen Kämpfe macht und die nicht gewinnt. Die haben wir vergessen. Die sind zu stark. Das ist ein bisschen sinnlos, aber ist so. Müssen gucken, dass wir mit Jack Gelder irgendwie ins Reine kommen. Nächste Runde. Dass wir wenigstens einen Verbündeten hier haben. Unsere Hauptstadt, ne? Produzierst mal noch so einen Aufseher. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Legen wir nämlich denen alle hier Schuldner-Halsbänder an und dann geht's los. Okay, das sollten wir aber gewinnen, wenn ich mir das angucke. Sehen wir auch mal so eine Mega-Sau im Einsatz. Und wenn alle Stricke reißen, können wir immer noch nach uns quasi zurück dingsen und die Verteidigungsdinger beschleunigen. Geschütztürme.
die ja wahrscheinlich nur für eine Operations available. Okay. Hier sollt ihr nach ankommen. Ihr wollt angreifen, nicht ich. Passerei. Ist schlecht. Ist schlecht. Shame. Unit has fallen. Okay. Kann hier die Luft angreifen? Nein. Der Einzige, der die Luft angreifen kann, ist der. Okay. Unit down. Probier noch mal was. Keine Lust, diesen Kampf jetzt irgendwie zu führen und dann doch zu verlieren. Wenn wir, den jetzt erlauben. Okay. Oder so. Also mit Kirko kann ich echt nicht gut umgehen, ne? Ihr seht das. Meine Güte, ist der Autokampf besser als ich. Noch zu machen. Quantenecho. Objective completed. Noch gar nicht abgeschlossen gehabt. Was abgeschlossen? Quantenecho oder was? Fähigkeit oder was? Ah, okay, das haben wir jetzt als Fähigkeit. Wird die Frage, was du hier noch nimmst. Auf jeden Fall. Du kriegst auch das alte Jetpack, würde ich sagen. Ich meine, du hast immer noch Phasensprung. Ich schon. Mal ob Hatyl Uruk brauchen kann. Mal gucken, was wir hier noch so nehmen könnten. Du kriegst auf jeden Fall das Gegenschlagmodul. Und das. Hier. Das. Blitzeinschlagmodul. Das alleine sollte vieles einfacher machen. There is no obstacle. Also, wir haben das jetzt einfach erforscht, weil wir, genau, weil wir das da gemacht haben. Botschafterplätze, Botschafter generieren das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Orbital Relays sind auch nicht schlecht, aber was wir brauchen ist jetzt Nahrungsentwicklung. Wir hier Nahrungssektoren haben. Das haben wir alles. Das beschleunigen können wir und dann machen wir einen Diplomatieflügel. Du gehst hier hin. Jetzt können wir hier vor allem mal Sachen kaufen von euch. Nicht-entropische Angriffe. Energieentzug auszulösen.
verbraucht sie es. Einer sendet einen Trupp auf das Ziel aus, die anschließend auf zwei weitere Ziele umkreist überspringt. Jetzt gucken, wir können uns mehr leisten. Wir haben hier. Kommt dann. Genau, kommt der Schuldner-Typ dazu, der hier, genau. Der ist als Schuldner prüfen. Jetzt noch kurz die Frage: Können wir. Das wissen wir noch nicht, ne? Mit den Zelebrar-Halsbändern. Mit dem die geben können oder nicht. Wir werden Golem kaufen. Wie viel müssen wir denn? 20 bis zur nächsten. Der bringt uns 5. Na, wir kaufen Golem. Kaufen sowas. Ja. Müssen wir mal gucken. Nicht genügend Kosmet. Oder kriegst du auf jeden Fall das alte. Ne, kriegst du nicht. Nicht entropische Angriffe haben eine Chance, Energie im Zug auszulösen. Aber das sind entropische Angriffe. Du eher. Gut, da müssen wir dann mal noch gucken, wie wir das machen. Nahrungsentwicklung. Bin ich auch schon ziemlich gut in der Erforschung, muss ich sagen, dabei. Erkundung. Meinte ich. Die mag auf jeden Fall Wassersektoren. Ja, das Jack. Checkity Jack. Er ist hier. Apropos Jack. Bei dir bin ich mir jetzt echt unsicher. Vielleicht machen wir noch sowas hier, dass wir mehr Ressourcen kriegen. Oder wir gehen halt dann auf beschleunigter Truppeneinsatz. Kann auch nicht schaden. Wohngebietsentwicklung. Produktionsentwicklung haben wir jetzt halt, brauchen wir noch nicht. Wir machen mal das. Und das dauert nur halb so lange, machen wir das und dann gucken wir weiter. Forschung ist jetzt nicht das, was wir so super viel haben. Okay. Was passiert jetzt hier? Wir haben eine Werkstatt für die hiesigen Bots entdeckt. In der Ruhe, in der Ruine, in der Nähe der Ausgang versteckt waren, die frische Gebrauchsspuren auf Werkzeuge verlassen muten, dass irgendetwas oder irgendjemand nach aufgesucht hat. Okay, akzeptieren. Einer der Bots erwachte auf schauchige, schöne Art und Weise zum Leben. Er gab euch selbst weiblich zu erkennen und nannte sich Wailer, Valerie. Ihr Äußeres ist nicht vollständig, was ihre Grazie und Schönheit jedoch nicht zu trüben vermag. Sie erkannte unseren Helden sofort und behauptete, mit ihm eine Beziehung für eine Beziehung zu ihm, unserem Leiter der Forschungsexpedition, bestimmt zu sein. Sie macht ihm einen Heiratsantrag. Dann stimmen wir mal zu. Wobei wir es können. Ja, vorsorgliche Kontrolle. Und jetzt kommt es drauf an. Können wir dir? Können wir nämlich nicht. Wie können wir das machen? Dir. Ja. Gut. Ich hole mal also einen Fehlkauf. Ja, hier werden wir dann ordentlich mit Kosmet nachlegen. So, vorsorgliche Kontrolle haben wir jetzt. Was brauchen wir jetzt noch? So ein Echo-Schreiter, weiß ich nicht, ob das sinnvoll wäre. Eigentlich sind die nächsten auch ziemlich geil. Überspringen. 30 Runden, aber. Ne, gab es hier nicht eine Granate? Ja, die ist geil. Die möchten wir haben. Da können wir eigentlich allen eine Granate geben am Ende. Produziert, Energie. Ist noch ziemlich viel unerforschtes Land. Vielleicht ist ja da irgendwo noch ein Pickup. Das wäre zumindest ganz nett.
Okay, das ist sie. Die mag uns nicht grundsätzlich. Also schon, aber irgendwie auch nicht. Da ist irgendwas geskriptet. Jack ist also hier. Ich würde ihn sicher mögen, wenn wir aus Neider ausschalten. So, die Stadt haben wir jetzt auch. Die Militärinfrastruktur. Und demnächst kann die ja ein neues Ding anschließen. So, Nachricht von der Wachstumsfraktion. Ablehnen. Ein Beitrittsangebot. Wojtek mit einem Sniper. Ich würde gerne einen weiteren Helden anfordern später. Wir haben jetzt gerade andere Sachen zu erledigen. Mora, ich kann einen weiteren Sektor anschließen. Nahrungsinfrastruktur. Euch ist ein Produktionsgebiet, aber hier ist ein leerer Sturm. Wie kostet ihr? 50. Sich machbar. Ich habe hier gerade keinen Typen. Leerer Sturm müssten wir auch noch freikaufen. Würde gehen. Auf jeden Fall. Und den leeren Sturm weg. Und dann reden wir mit dem. Rückzug, das machen wir jetzt nicht. Das ist der. Der sollte hier weiter erkunden. Okay, Jack. Jackety Jack ist ziemlich gut. Er kann einen weiteren Sektor anschließen. Was hatten wir gesagt? Das hier, ne? Genau, wenn wir das dann dazu kriegen, umsonst, mehr oder minder, und einen Produktionssektor brauchen. Genau. Also. Ignoriert Sektoransprüche, neutral, produziert. So, du brauchst noch was. Und du sollst hier mal noch erkunden. Das ist Wachstum. Okay, das ist auch immer noch sie. Gucken, was hier noch so bei Haus Neider so zu holen ist. Hier warten wir noch eine Runde ab. Dann geben euch mal ein paar Schichten noch. So ist ein altes Jetpack. Also als nichts war. Sie vorbei, okay. An sich gut. Die Frage, eigentlich brauchen die Leute hier Sachen. Ja. Hier gibt es jetzt Produktion zu machen. Okay, könnte man Landwirtschaft machen. Würde man auch machen. Okay. Okay. Nicht bewirtschafteter Sektor, ist klar, der ist jetzt hier oben.
Da machen wir auf jeden Fall einen Wohngebietsektor rein. Nicht bewirtschafteter Sektor, da hatten wir jetzt gesagt. Produktion. Let's go. Operations available for priming. Alle zwei phonetische Einheit. Chance. Okay. Ah, guck mal, da ist Valerie und verlobter Elegatte. Diese Einheit ist aufgeregt, erwachen die Bots in ihrem Umfeld anlässlich der Hochzeitsfeier zum Leben und erledigen die Zeremonie mit robotischer Effizienz. Valerie versprach, sich unserem Helden unterwürfig hinzugeben und alle seine Wünsche zu erfüllen, was dem normalen gesellschaftlichen Bräuchen hinsichtlich Bescheidenheit und Anstand so gar nicht entsprach. Gehe ich seither äußerst eifersüchtig, sobald jemand anderes etwas für unseren Helden tut. Ich habe ein wenig Angst vor ihrer Reaktion, wenn sie herausfinden sollte, dass unser Held bereits verheiratet ist. Doch das ist jetzt sein Problem. Okay. Eine Störung. Ja. Hier, Valerie. Jede Runde im Kampf gewährt Ellery einen verbündeten Einheit, die von Valeries Gatte betroffen ist, für... Er ist Valeries Gatte dementsprechend. Ja. Diese Einheit ist für ein Bund eingegangen. Sie erhält jede Runde und kritisch, wenn sich Valerie in derselben Armee befindet. Alles verliert sie permanent, wenn Valerie stirbt. Aufwerten. Stufe 7 und noch nicht Maximum. Das finde ich gut. Tja. Persönlicher Verteidigungsexperte. Würde ich sagen. Vitalität kann auch nicht schaden. Gibt es denn bei Stufe 8? Missionsecho, modulare Erweiterung gibt es da. Nutzen eh noch nicht alle. Zerebrale Kontrollhandbänder ansetzen. Okay, dann speichern wir den Rest. Und du kriegst es mal, dass du halt irgendwas auch hast erstmal. Wir haben so wenig Kosmeteinkommen, das ist schon fast sträflich, hätte ich was sagen, strafbar. Auf jeden Fall muss er jetzt Valerie in seiner Armee haben. Sonst geht's nicht weiter. So richtig. So. Okay. Kriegst diese Essenzgeschichte noch. Und du gehst weiter hier lang. Alles Jack. Oh mein Gott, so viel Jack. Okay, wenn man eine abschießt, da kommen dann auch die nächsten Anomaliestätten. Wo bist du? Du bist hier irgendwie. Okay. Du bist noch beim Haus Snyder ein bisschen gucken. Wir werden demnächst angreifen. Wir werden noch die Sachen hier klären und die und dann greifen dort an. Ja, Valerie muss dann in die Armee kommen. Der vergessenen Fraktion. Absauger. Randola, deine Zeit ist gekommen. Die Entropie erwartet dich. Ich fühle meine Stärke dahin schwinden. Marlock, mein Freund, flüchte, wenn du kannst. Nicht die Kultisten, die haben sie. Es ist gerade deine Freunde Sicherheit. Aha. Machen wir. Helden betrachten. Xenoseuche, gefällt mir. Den rekrutieren. Okay, jetzt ist hier einiges.
production ready. Mietkammern. So, pass mal auf. Syndikat-Aufseher auf jeden Fall. Dann gucken wir weiter. Du kriegst nämlich hier auch diese Kontrollhalsbänder. Kannst du gar nicht. Soll es jetzt Nahkampftyp werden hier auch? Jetzt sehen wir solche. Kann man das schon machen eigentlich, ja? Valery braucht dann auf jeden Fall noch ein paar Geschichten da. Jetzt, wo alle wieder in Sicherheit sind, müssen wir reden natürlich. Ich habe die Markierung auf den Angreifern erkannt. Sie haben dieselbe Essenztechnologie angewandt wie du. Sind das etwa Eskek-Freunde, die uns vor die Erlösung bringen sollten? Es ist allerdings beunruhigend, dass meine Brüder erwacht sind und sich ganz offen gegen mich stellen. Als Vorbote bin ich der Herold der Aztec-Prophezeiungen. Während ich meine Predigt zusammenstelle, sollten alle Gläubigen immer im Inneren unserer Heiligtümer ruhen. Hohepriesterin Ebra weiß vielleicht mehr. Aber sie wird es uns nicht sagen. Ich wollte das ja nicht ohne weitere Beweise verkünden, aber ich habe einige unserer fähigsten Agenten ausgeschickt, damit sie eine Aufgabe auf unsere Hohepriesterin haben. Und es sieht ganz so aus, als hätte sie bereits buchstäblich ihren eigenen Aztec-Schwarm wiedererweckt. Der Aufstieg eines Heritoren vor der Wiederentstehung, dann ist es wahr, und Horon Beistern wandelt nicht länger auf dem Pfad, der uns die Prophezeiung gewiesen wurde. Wie auch immer und ihre Pläne lauten mögen, es scheint klar, dass sie nicht will, dass wir die Gruft finden. Außerdem wäre ich nicht überrascht, wenn sie bereits selbst entdeckt hätte. Sie auszuspionieren ist vielleicht nicht schön, aber es könnte uns der effektivste Weg sein, um unsere Ziele zu erreichen. Ich verabscheue den Gedanken an Gewalt innerhalb unserer Glaubenswegen, doch ich kann die Gefahr, die Ebra Quetzal für alle Aztec darstellen könnte, nicht negieren. Wenn sie aufzuhalten der Preis für die Wiederentstehung ist, dann soll es so sein. Objective completed. Körpergeruch des Spencer. Sie erlangt am Ende ihrer Runde ranzigen Gestand. Das ist das, was die. Egal, die sollen wir jetzt auch noch besiegen. Okay. Ich hatte deinen Helden auf. Wilder Angriff hatte ich gesagt, ne? Ja. Nächstes Mal kriegst du irgendwelche anderen Sachen. Oh, das ist nicht schlecht. Erstschlag. Und du hast deine Nahkampferfahrung ausgelöst, bevor das agieren kann. Auch nicht schlecht. Das sind so viele gute Sachen. Und Stufe 6 gibt aber auch nochmal richtig gute Sachen wahrscheinlich. Ja. Wenn der Held stirbt, verliert er sämtliche Entladung und wird mit zusätzlicher Entladung wiederbelebt. Kann er einfach sagen, das ist ziemlich gut. Für 8. Für 6 kommen diese Pheromone, die nur 3 brauchen. Das heißt, wir hätten jetzt sogar noch welche übrig, die wir wirklich nutzen könnten. Oder wir machen dann halt Vitalität. Was machen wir so? Er kriegt ja noch einen Punkt Vitalität. Ja gut. Müssen wir noch da rein halt. Wenn das ohne sie geht, dann muss es halt so sein. Weil es natürlich schön wäre, wenn wir die Erfahrungspunkte mitkriegen würden. Da müsste schon Valery und Hatyl wahrscheinlich mit rein.
was ist die Entropie-Geschichte? Das ist der Verschwörungs-Entropie-Verfall. Okay. Rechnen. Du brauchst ein paar Sachen. Du brauchst das und du brauchst das. Vielleicht noch die sogar. Dann sieht nämlich ziemlich gut drauf. So. Okay, alles ein Checkgelder hier. Guck mal, jetzt können wir diese Serpion. Verdorbene Interaktion. Diese Einheit wird nicht mehr von Moralveränderung beeinflusst. Sie erhält entropische Oh, das ist gut bei Angriffen, die keine Essenz verbrauchen. Wenn diese Einheit einen tötet, verschlingt sie ihren Leichnam. Inkarnation. Entropie umwandelt. Fernkampf. Entropieangriffe umgehen jetzt Schilde. Ui. Bessene Tiefen. Okay. Und die verdorbene Arche. Also dieser Entropie-Umwandler gefällt mir doch sehr. Können natürlich auch gucken. Hier gab es nur noch eine neutrale Stadt, ob man die noch kaufen können. Ja, wir brauchen jede Menge Kosmid, meine Güte. Zum Glück haben wir jetzt das und kriegen 20 Kosmid pro Runde. Ja, du gehst auf jeden Fall erstmal da hoch. So, du könntest eigentlich hier nach Süden gehen. Okay. Lass mal mit vor. Du kriegst so alles, was wir so übrig haben, ehrlich gesagt. Okay, ein, zwei Runden können wir noch. Vortex Instabilität. Haven't I met you somewhere before? This is no pickup line. Was wollten wir? Wegen dem. Verstehe. Produktionsentwicklung. Production ready. Produktionsentwicklung produziert. Bahnschienersgilde, sehr gut. Doktrin in Kraft gesetzt. Okay, Gesellschaftsforschung machen wir jetzt. Wohngebietsentwicklung für einen beschleunigten Truppeneinsatz. Beziehungsweise. Wie viel müssen wir noch warten? Eine Runde, okay. Was ich eigentlich gucken wollte, war. Sind gerade als Kolonie klar, okay. Ein Pakt zum Informationszeichen mit anderen Spielern sorgt okay. Und was macht das? Gewährt. Pff, alles nicht so der Hit. Die Einheit müssen wir dann am Ende nochmal ordentlich durchwürfeln. Treten. Das machen wir gleich nochmal. Vor allem Valerie. Valerie wird auf keinen Fall irgendwie getötet. Der kann irgendwelche Dämpfe aussenden, okay. Und die haben teilweise. Das Coolste ist ja, dass ich eine Kopie von mir erstellen kann. Vielleicht erst, wenn ich eine. Obwohl.
Slimer konnte schießen, okay. Okay. Hier mal das. Das ist auch nur eine einzelne, ne? Das ist interessant. Okay. Was machen wir jetzt mit ihm? Moon. Das machen wir so. 35 können wir probieren. Kann einmal im Kampf eingesetzt werden. Ja, Abklingzeit. Und dann. Jetzt nochmal. 95 mal. Das nehme ich eigentlich schon einfach mal weg. Okay. Operations ready. Streiftreffer. Achso, weil der kopiert ist, kriegen das beide? Eine. Moment. Ah. Einer Verbündeten. Achso, wenn der kopiert ist, nicht beiden. Lustig. Das sind echt Kombinationen, über die man noch vorher nie gedacht hat, oder? Auf jeden Fall ist geil, dass er es kopieren kann. Das macht es ziemlich genial, muss man sagen. Hat halt sonst keinen. Komm schon. Serves them right. Reicht auf jeden Fall. Serves them right. Können wir die jetzt hinstellen? Oh, mal, aua. Puh. Shall return. Zähle sie Moon. Sag mal, willst du mich veralbern? Man kann sie nicht mal heilen. Okay. Enemy destroyed. Zähle sie Moon. Na dann schieß ihn einfach einmal ab. Forces are victorious. Valerie hat auch überlebt. Super duper. Den Einfluss wieder. Okay. Einfluss noch und nöcher. Die vergessen in der Tiefen. Das ist nicht so interessant, aber wir könnten halt so eine richtig geile Einheit kaufen. Das wäre auch nicht so schlecht. Also, Hatyl. Beziehungsweise er ist auch noch die große Frage, was mit ihm wird. Und ihn haben wir auch noch. Wir haben so viele Leute hier rumlaufen. Gucken wir mal. Also, wir wollen zu dem dahin. Da heißt, du kommst mit. Wir könnten hier, ehrlich gesagt, mal eine vorgelagerte Basis bauen. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn wir dann hier auch wieder zurück müssen, ne?
Du... Pass mal auf. Eigentlich brauchen wir den hier gar nicht. Ist hier schon halb vorproduziert, ne? Brauchen wir den doch. So. Bleiben erstmal alle so zusammen. Bis auf weiteres. Leeren Augmentation. Angriffe dieser Einheit haben eine Stärke verändert. Wiederholt Angriff Dimensionsinstabilität zu A. Okay, das geht also an sich bei allen. Interessant. Auf jeden Fall dieses Ding noch. Du bist ja eher eigentlich ein Support-Typ, ne? Ja, probier mal. Okay. Was ist jetzt eigentlich dann zu ihm mit rein? Vielleicht dann statt dieser Fliege? Fliege. Und dann jetzt mit ihm in die Gruppe, würde ich sagen. Ist hier auf dem Wasser noch Sachen, die man als Checkgelder-Gebiet. Eine Runde. Okay. Das müssen wir beim nächsten Mal machen, sonst überziehen wir jetzt zu lang. Können wir noch irgendwelche Sachen testen und diese komische Malström. Genau, also nächste Woche ist das Ziel, hier alles Mögliche aufzulösen, um dann zum Nyla-Typen zu gehen. Nyla Abbas. Hier rüber zu gehen und da alles zu plätten. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut Fortschritte gemacht. Wir können sicher hier, wenn wir einen Typen hier hätten, einen Läufer, könnten wir da sicher auch mal die Sachen hier freikaufen mit unserem neu gewonnenen Reserven da. Ansonsten wäre die Frage, ob man hier noch Fernkampf, Entropieangriff vom Genesschild. Also das wäre ziemlich gut für die verschiedenen Entropieeinheiten, die wir haben. Deswegen werden wir das wahrscheinlich auch kaufen. Verdorbene Inkarnation. Auch nicht schlecht, aber dieser Entropie-Umwandler gefällt mir doch wirklich sehr. Kaufen wir jetzt. Und dann machen wir ruhig hier die Sachen zuerst. Und dann holen wir so einen Läufer, der die Sachen hier klärt. Beziehungsweise bis dahin ist vielleicht auch der Läufer dieser Läufer, der hier die Stadt kaufen soll, dann in dem Gebiet. Deswegen, guck mal, wir merken uns das mal vor. Guck mal, du kannst sogar noch was machen. Du bist ja sogar in dem Gebiet. Na, dann bist du das, der von hierhin kommt. Ja, dann ist das jetzt quasi das Ende. Hier machen wir nächste Woche die Story-Dinger. Dann werden wir hier Nyla besiegen und unseren Haupthelden mit der Armee hier hochschicken, dass er hier meditieren kann. Und ja, dann müssen wir halt leider diese gute Frau da auch noch besiegen. Da müssen wir dann auch jemanden hinschicken. Vielleicht können wir ja sogar unseren Kirko-Freund hier irgendwie überzeugen, für uns zu kämpfen. Aber ja, wie dem auch sei, an der Stelle sage ich erstmal wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!